Die 653 Zuschauer in der Hofbühlhalle Neuhausen in Metzingen sollten eine dramatische Partie zwischen dem TV 1893 Neuhausen und dem ASV Hamm-Westfalen sehen. Die Gastgeber in den schwarzen Trikots gingen durch Frederik Stüber mit 2:0 in Führung. Hamm hatte viel Pech im Abschluss. In der Anfangsphase trafen sie viermal die Latte, ehe Lukas Blome zum 2:1 nach 5 Minuten traf. Nach einer Viertelstunde hatte sich der TV Neuhausen eine 8:3-Führung erspielt. Andreas Bornemann sorgte für ein erstes Polster. Der Trainer des ASV Hamm-Westfalen, Nils Pfannenschmidt, reagierte und brachte mit Christoph Neuhold und Julian Possell 2 neue Leute. Und die Maßnahme zeigte Wirkung. In der 23. Minute gelang der Ausgleich zum 9:9 durch Jan Brosch. Zur Pause lag Hamm sogar mit 10:12 durch den Treffer von Joscha Ritterbach in Führung. Ein 2:9-Lauf ermöglichte dies. Nach dem Seitenwechsel hielt die Führung der Gäste, obwohl sie 6 der ersten 8 Minuten wegen Zeitstrafen in Unterzahl spielen mussten. Lukas Blome traf zum 14:16 nach 39 Minuten. Aber Neuhausen kämpfte sich nach 2 Niederlagen zuletzt zurück ins Spiel und ging in der 42. Minute durch Andreas Bornemann mit 17:16 in Führung. Bornemann war mit 7 Treffern der beste Schütze des TVN. Neuhausen übernahm wieder das Zepter und zog bis zur 50. Minute auf 24:20 durch Christian Wahl davon, die vermeintliche Vorentscheidung. Doch dann gelangen dem ASV 3 Tore in Folge und Jan Brosch machte den Anschlusstreffer zum 24:23. 5 Minuten vor Schluss war wieder alles möglich. Aber Hamm vergab einfach zu viele Torchancen. Unter anderem konnten sie 4 7-Meter nicht verwerten. Joscha Ritterbach scheiterte in der 56. Minute. Der TV Neuhausen machte es nicht sehr viel besser, aber der Abpraller landete mit Glück bei ihnen und Christian Wahl konnte 75 Sekunden vor Schluss zum 26:24 treffen. Der Anschlusstreffer von Joscha Ritterbach zum 26:25 wenige Sekunden vor Schluss hatte keine Bedeutung mehr. Der TV Neuhausen schlug den ASV Hamm-Westfalen und fand in die Erfolgsspur zurück. Hamm belegte in der Tabelle nach der 4. Niederlage im 5. Spiel einen Abstiegsplatz.